Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Über das Schicksal der vermissten belarussischen Oppositionspolitikerin Kolesnikova gibt es weiter Verwirrung. Laut dem staatlichen Fernsehen wurde sie am Morgen an der Grenze zur Ukraine festgenommen. Zuvor hatten Behörden gemeldet, ihr sei gemeinsam mit zwei Mitarbeitern der Grenzübertritt gelungen. Vertretern Kolesnikovas zufolge war sie gestern in Minsk verschleppt worden. Bundesregierung und EU fordern von der Regierung in Minsk Aufklärung über den Verbleib der wichtigen Oppositionspolitikerin. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die Wirksamkeit von Sanktionen gegen Russland angezweifelt. Er kenne keinen Fall, in dem ein Land wie Russland dadurch zu Verhaltensänderungen bewegt worden sei, sagte er in der ARD-Talkshow Hart aber fair. Seit es die Bundesregierung als erwiesen ansieht, dass der russische Oppositionelle Nawalny unter Verantwortung Moskaus vergiftet wurde, erwägt sie unter anderem einen Baustopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Moskau bestreitet, in die Vergiftung verwickelt zu sein. Vor dem zweiten Spitzengespräch mit Bundeskanzlerin Merkel und Vertretern der Automobilindustrie haben sich IG Metall, Grüne und SPD für zusätzliche staatliche Hilfen ausgesprochen. Die Corona-Krise sei noch längst nicht ausgestanden, befürchtet die Branche. Zur Videokonferenz werden neben einigen Ministern auch die Regierungschefs der betroffenen Bundesländer zugeschaltet. Im ZDF-Morgenmagazin sprach sich Bayerns Ministerpräsident Söder für zeitnahe Konzepte aus, um der Branche zu helfen und Arbeitsplätze zu sichern. Fakt ist, wir brauchen für den Übergang von sehr, sehr gut hergestellten Autos, die heute viel besser für das Klima übrigens sind, als die, die jetzt auf der Straße sind, eine Lösung. Und wir brauchen auch ein Angebot für Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die in dem klassischen Bereich arbeiten. Auch da muss man was überlegen. Nicht nur die Weiterbildung, sondern eine Strategie für die Zukunft. Sonst haben wir nämlich die Situation, dass wir auf einen Schlag nicht nur Kurzarbeit, sondern irgendwann Massenarbeitslosigkeit haben. Und das kann keiner wünschen. Jeder achte Todesfall in der Europäischen Union ist auf Umweltverschmutzung zurückzuführen. Das geht aus einer Studie der Europäischen Umweltbehörde hervor. Die größten Risiken gehen demnach von Luftverschmutzung und der Belastung durch Chemikalien aus. Regional gäbe es große Unterschiede. In Rumänien sei fast jeder fünfte Todesfall auf Umweltverschmutzungen zurückzuführen, in Dänemark und Schweden nur jeder zehnte. Grundlage der Studie sind Daten aus dem Jahr 2012. Chinas Staatschef Xi hat in Peking Helfer ausgezeichnet, die sich während der Corona-Pandemie besonders verdient gemacht haben. Während einer Zeremonie in der großen Halle des Volkes wurden chinesischen Staatsbürgern, darunter Ärzten und Wissenschaftlern, Verdienstmedaillen überreicht. China habe sich während der Pandemie offen und transparent verhalten, so Xi. Es seien Maßnahmen ergriffen worden, die dabei geholfen hätten, weltweit Millionen Leben zu retten. Im Westen der USA breiten sich die Wald- und Buschbrände weiter aus. Starke und warme Winde fachen die Flammen immer wieder an. Im Bundesstaat Kalifornien wurden vorsorgliche Stromabschaltungen angekündigt, um weitere Feuer durch umgestürzte Strommasten zu verhindern. Die Brände sind in diesem Jahr ungewöhnlich stark. Allein in Kalifornien ist bereits eine Fläche halb so groß wie Thüringen abgebrannt. Und hier noch die Wetteraussichten. In der Südhälfte meist sonnig, im Norden und Nordwesten dagegen oft stark bewölkt, mitunter Regen. Höchsttemperaturen 18 bis 27 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr.